Hallo, herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Hier in diesem Video ist die Aufgabe, dass wir ein Integer n gegeben haben und überprüfen sollen, ob diese Nummer oder dieses Ticket ein Lucky Ticket ist. Und wann ist genau ein Ticket Lucky? Das ist genau dann Lucky, wenn die Zahlen der ersten Hälfte aufsummiert gleich die Zahlen der zweiten Hälfte aufsummiert, wenn das gleich ist. Was machen wir dafür? Dafür müssen wir erstmal die einzelnen Ziffern erhalten. Das können wir auf verschiedene Weise machen. Wir können entweder das als String interpretieren und dann die einzelnen Strings, Substrings dann als Integer parsen. Oder wir bauen uns eine Liste, nennen sie einfach mal 11, und dann teilen wir immer wieder mit Rest und teilen die Zahl weiter mit Rest, damit wir die Ziffern bekommen. Also wie das genauer aussieht ist, weil irgendwas gilt, machen wir l.append. Und was appenden wir an diese Liste? Da appenden wir einfach diese Zahl n, die wir durch 10 teilen. Das heißt, beim ersten Durchlauf würden wir die 0 bekommen, beim zweiten dann die 3 und so weiter. Weil wir nun noch dieses n updaten und wir sagen n, n geteilt durch 10. Also wir, dies ist eine Abkürzung für n ist gleich n geteilt durch 10 mit diesem Integer Divide. Und das machen wir eben solange n größer als 0 ist. Und dann können wir uns gleich mal schon diese Liste anschauen. Also wir printen diese Liste und lassen uns dann mal durchlaufen. Das sehen wir. Als Ausgabe haben wir dann 0, 3, 2, 1, also wir haben die Zahl von hinten nach vorne aufgedröselt. Der nächste Schritt ist nun, dass wir diese Liste summieren. Also wir wollen die Summe von der ersten Hälfte der Liste, also Summe von Anfang bis der Länge der Liste, L und das geteilt durch 2. Und das soll eben gleich die Summe der Liste sein von dieser Länge bis minus 1. Und dann können wir mal das zurückgeben und es laufen lassen. Dann müssen wir gucken, okay, ist noch nicht ganz richtig. Dann schauen wir uns kurz an, was diese Liste genau ist, ob das genau das ist, was wir haben wollen. Also machen wir hier wieder ein Print und geben das mal aus. Und dann sehen wir, das ist 0 und 3. Das ist genau das, was wir haben wollen. Hier wollen wir natürlich bis zum Ende gehen. Dann schauen wir mal, was das ist. Okay, das heißt, wir müssen hier bis zum Ende gehen, nicht bis minus 1. Dann können wir das Ganze abgeben und es uns in Julia anschauen. In Julia können wir es genau gleich machen oder wir schauen uns ein bisschen anders an. Wir machen jetzt hier erstmal dieses n, interpretieren wir als String. Also wir schauen uns eine andere Variante an. Und dann schauen wir, ob die Summe über, also wir tun jetzt diesen String parsen
quasi, wir tun diese Zeichen, diese Buchstaben oder Zahlen wieder als String interpretieren. Das machen wir mit der Parse-Funktion. Muss wir int angeben und sagen, n an welcher Stelle. Sagen wir mal an der Stelle i. For i in 1 bis. Jetzt müssen wir natürlich die richtige Länge schon anschauen. Dafür nehmen wir auch wieder die divide-Funktion. Die Länge von diesem String n. Den teilen wir durch 2. Dann bekommen wir erstmal die Summe raus, also das können wir auch mal testen, was wir da rausbekommen. Da sehen wir, okay, wir bekommen einfach hier 3 raus. Das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Und das soll eben gleich weitergepasst, nur ist nicht mehr. Nur nicht mehr von Anfang bis der Hälfte der Liste, sondern von Hälfte der Liste plus 1 bis eben zum Ende. Das heißt einfach bis zur Länge der Liste n. Machen wir hier mal noch eine neue Zeile. Rücken das ein. Das ist besser zu lesen. Das können wir auch wieder abgeben. Und dann sehen wir, alles hat funktioniert. Und wir haben die Aufgabe richtig gelöst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.